Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Bocek und in diesem Video befassen wir uns mit WebRTC. WebRTC ist eine Kommunikation für den Browser, wo Browser direkt miteinander kommunizieren können, also peer-to-peer direkt von einem Browser in den zweiten Browser. Da man aber häufig hinter einer Firewall ist, braucht es noch zusätzliche Maßnahmen, sodass die Browser direkt miteinander kommunizieren können. Die Kommunikation ist ausgelegt auf Realtime, das heißt, der Use Case ist Telefonie oder Videotelefonie, aber man kann natürlich auch noch andere Sachen damit machen. Und das Ziel war es, die Plugins zu eliminieren oder irgendwelche Native Apps, die man installieren muss. Zum Beispiel Zoom, das ist ein Native Client. Wenn man sich jetzt andere Alternativen anschaut, wie Whereby, das funktioniert direkt aus dem Browser, wo man eigentlich nichts installieren muss. Unterstützt wird WebRTC von den großen Browserherstellern von Google, Microsoft, Mozilla, Opera und Apple. Die alle unterstützen WebRTC und so ist die Unterstützung in den Browsern auch relativ gut. Angefangen hat das im Jahre 2010, wo Google Global IP Solutions gekauft hat. Die hatten WebRTC entwickelt und nachdem es Google gekauft hat, hatten sie den Source Code geöffnet und haben angefangen, den Code zu standardisieren. Die Standards, die oder der Standard, der wird von Web3C gepusht. Das ist dieser Standard hier, WebRTC 1.0. Das ist zum Standard geworden am 26. Januar 2021, also im letzten Jahr. Und da hat es doch relativ viel Zeit gebraucht von den Anfängen, also wo man es geöffnet hat. 2011 bis 2021, das sind 10 Jahre, wo es gebraucht hat, bis man das zu einem Standard in der Version 1.0 hat veröffentlichen können. Initial wurde es unterstützt von Chrome natürlich, weil Google es gepusht hat, Firefox ebenfalls und der erste Anruf zwischen zwei Browsern, das hat im Februar 2013 stattgefunden, also schon relativ früh und eben dann der Standard finalisiert erst ganz viel später. Bezüglich der Kompatibilität, das sieht eigentlich sehr gut aus. Wenn man auf die Seite geht, Can I use WebRTC, dann sieht man, dass 97% aller Browser das bereits unterstützen und das heißt, die meisten Menschen, die mit dem Web unterwegs sind oder im Web unterwegs sind, die unterstützen WebRTC. Eine gute Übersicht noch zu WebRTC, wie immer Wikipedia. Hier sieht man ganz kurz, was es ist. Wir gehen natürlich tiefer in die Details als dieser Artikel hier. Ich werde dann noch ein bisschen Code zeigen. Dort sieht man auch, dass es ein wenig Komplexität hat und es gibt aber mittlerweile auch schon Frameworks wie zum Beispiel Peer.js, das hier in diesem Repo zu finden ist. Das bietet eine Abstraktion ein, um diese Komplexität zu vereinfachen und um die Unterschiede zwischen den Browsern, weil es sind da doch mehrere Browser, Firefox, Chrome, Edge, gut, Edge ist nun auch Chrome-basiert, aber da gibt es immer ein paar kleinere Unterschiede und diese Library dient auch dazu, diese Libraries auszubügeln. Und was es auch noch gegeben hat, das ist aber leider nicht mehr aktiv maintained, ist Simple WebRTC.
Das ist diese Library hier. Ist leider deprecated, also wird nicht mehr aktiv verwendet, aber es war auch relativ einfach zu verwenden, bietet auch eine Abstraktion an und man kann noch sicher in den Code reinschauen, aber wie gesagt, es ist deprecated und man sollte es dementsprechend nicht verwenden. Und natürlich kann man auch WebRTC dann direkt selber verwenden mit ein bisschen Overhead. WebRTC wurde entwickelt, um die Web-Experience besser zu machen. Das heißt, um keine Plugins installieren zu müssen, wo man dann direkt mit dem Browser loslegen kann. Primär für Videochats, damit man keine Plugins, Flash oder Java mehr installieren muss. Das gibt es zum Glück eigentlich nicht mehr, Java-Plugins und Flash-Plugins. Und WebRTC funktioniert so, dass man einfach in den Browser geht, eine Seite aufmacht und dann kann man, ohne dass man ein Plugin installiert, kann man dann eine Videokonferenz starten. Man könnte damit auch Customer Services aufbauen, diverse Chats auch mit Video oder Online-Games. Realtime-Feeds oder auch File-Sharing. Da ist gerade eine Studentengruppe dran, File-Sharing mit WebRTC auf die Beine zu stellen. Es gibt natürlich auch WebTorrent, das basiert teilweise auch auf WebRTC. Diese Möglichkeit gibt es auch. Ein Beispiel, wo es verwendet wird und den Dienst, den verwende ich auch sehr gerne, ist Whereby. Das ist dieser Dienst hier. Hier kann man die Permission setzen und dann. Ich habe jetzt kein Video drin, aber Audio sieht man. Und wenn jetzt der Host online wäre, was ich bin, dann könnte man ein Meeting joinen. Und das funktioniert eben, wie gesagt, über WebRTC, ohne dass ein Plugin installiert werden muss. Und es wird auch in anderen Applikationen verwendet, wie zum Beispiel WhatsApp oder Facebook Messenger. Wie gesagt, es wurde standardisiert und um kurz reinzuschauen, wie dann so ein Standardisierungsprozess aussieht bei WebRTC. Also wir sind jetzt bei der Recommendation. Das hier ist die W3C Recommendation und das hat so angefangen mit einem Working Draft, bis es dann hier hochgeht, dann zu einem Candidate Recommendation, Proposed Edited Recommendation, bis es dann zu einer Recommendation wird, der Gold Standard quasi. Und dann ist es ein Standard, auf den sich alle geeinigt haben und das ist eben diese Version 1.0. Und letztes Jahr war es soweit und WebRTC hat diesen Gold Standard 1.0 und wird dementsprechend jetzt so bei den Browsern implementiert. Während dieser ganzen Zeit, also während diesen 10 Jahren, hat sich viel verändert und das Problem ist, nicht jeder Browser war immer gleich weit. Das heißt, ein Browser hat mal eine ältere Spezifikation implementiert. Einen Browser wieder eine neuere, die waren dann nicht immer untereinander kompatibel und deswegen kamen auch die Libraries, die eben das versucht haben zu vereinheitlichen. Und hier gibt es in diesen Links gute historische Dokumente, wie es mit WebRTC vorwärts geht. Das ist jetzt von Mozilla, an was sie gerade arbeiten. Hier noch ein Update, wie man verhindern kann, dass Data Channels kaputt gehen.
dann auch ein Problem, welches ich in der Vergangenheit auch wieder immer gesehen habe, ist, dass die Data Channels eine gewisse Größe hatten. Das heißt, man konnte nicht beliebig große Nachrichten verschicken. Das war dann auch browserspezifisch zum Teil. Das heißt, das sollte jetzt alles vereinheitlicht sein mit diesem Standard eben, der die Version 1.0 erreicht hat. Ein Problem ist, dass einige Dokumentationen im Netz auch veraltet sind. Das ist jetzt ein Artikel über WebRTC und irgendwo unten sieht man dann, wie man sich verbinden kann. Das ist dann auch schon ein bisschen älter und hier sieht man dann zum Beispiel, ich muss kurz danach suchen. Create Data. Create Data Channel. Hier sieht man Reliable False. Und das Problem ist, das ist eigentlich auch schon wieder veraltet. Das kann man hier in der Dokumentation nachsehen. Man sieht Reliable Obsolete Property sollte man nicht mehr verwenden. Das heißt, nicht alle Beispiele im Netz sind aktuell. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass die Browser immer größer werden, immer mehr machen müssen. Und da gab es einen guten Artikel, das war, oder das ist dieser Artikel hier vom letzten Jahr, der untersucht hat, wie viel Speicher so ein Browser überhaupt braucht. Und das ist dann doch eben noch erschreckend. Hier unten sieht man die vier Browser, wenn sie 20 Tabs offen haben, wie viel Speicher man braucht. Edge braucht 1,3 GB, Chrome ebenfalls 1,3 GB, Opera braucht 1,7 GB und Firefox braucht ebenfalls 1,7 GB. Und ein Kritikpunkt ist, dass die Browser immer komplexer werden, immer mehr Features haben und das Ganze halt diesen Browser sehr aufbläst und dementsprechend auch hungrig nach Speicher ist. Was helfen kann, das sind Adblocker, finde ich auch ganz spannend. Und zwar das ist die Memory Consumption, wenn man keinen Adblocker hat. Also hier sind wir fast bei 1 GB. Und wenn wir Adblocker verwenden, ich mache die Grafik ein bisschen größer. Wenn wir Adblocker verwenden, also ich verwende uBlock Origin, dann, also diesen hier, dann sind wir ungefähr bei 250 Megabyte. Ich schätze mal, das ist so ein Faktor 3 bis 4, wo man sich den RAM-Bedarf sparen kann. Und das heißt, Adblocker, die wirken relativ gut. Und zwar, wenn man vor allem einen älteren Rechner hat. Ich habe hier meinen Rechner, der ist auch schon über 10 Jahre alt und ich brauche diesen Adblocker, damit das Web doch ein bisschen flüssiger läuft. WebRTC, das werden wir noch sehen, ist nicht gerade einfach, also man könnte es auch noch vereinfachen. Und es gab auch noch Privacy Concerns, das funktioniert zum Glück jetzt nicht mehr. Das war eine Demo, wo man das eben noch gemacht oder machen konnte. Man konnte dann per JavaScript herausfinden, was meine interne IP-Adresse ist. Für den normalen Heimgebrauch ist das eigentlich nicht so tragisch, aber in einer Unternehmung, wo dann vielleicht eine IP-Adresse, wo man eine externe IP-Adresse hat hinter einer Firewall, die dann doch exposed wird, könnte dann vielleicht doch problematisch sein. Das
funktioniert zum Glück nicht mehr. Das ist der gleiche Test jetzt noch einmal. Hier sieht man die Kandidaten. Das sind UUIDs, das sind keine Adressen mehr. Das heißt, hier wird eigentlich die Adresse dann verschleiert. Hier das Tool zum selber ausprobieren, kann man sich gerne installieren und ausprobieren, wie es mit den diversen Browsern funktioniert. Auf der anderen Seite, WebRTC, dort wird nichts Unverschlüsseltes versendet, das heißt, alle Daten, die verschickt werden, die müssen verschlüsselt werden. Und zwar macht man das mit DTLS und SRTP. DTLS steht für Datagram Transport Layer Security und SRTP steht für Secure Real-Time Transport Protocol. Das heißt, hier arbeitet man mit Datagrams auf UDP-Basis, hier ebenfalls, aber da hat man jeweils noch einen Zeitstempel drin, wo man sieht, in welcher Reihenfolge das es eigentlich geht. Das heißt, hier hat man ein Order drin, sodass man bei einem Video weiß, welches Paket vor dem anderen kommt. Ein Problem ist, dass WebRTC eigentlich per SCTP kommuniziert. Und das Problem hierbei ist, dass SCTP im Netz nicht wirklich gut unterstützt wird. Das heißt, was dann gemacht wird, es wird das SCTP-Protokoll verwendet, dann wird DTLS, wird es verschlüsselt verwendet, das geht dann auf UDP, auf die Netzwerkschicht und das ist doch relativ kompliziert und komplex. Und hätte man eigentlich vereinfachen können. SCTP ist das Stream Control Transmission Protocol. Dazu gibt es auch eine gute Wikipedia-Seite. Wie gesagt, im Internet nicht gut unterstützt. Das heißt, wenn ich eine Verbindung aufmachen möchte über das Internet, über SCTP, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren und deshalb wird es eben meistens per UDP getunnelt. Hier der RFC dazu, das ist auch schon ein älteres Protokoll, hat sich aber nicht wirklich durchsetzen können. Damit kann man Daten auch in Streams unterteilen, was jetzt neu auch bei HTTP 3 möglich ist. Es gibt ein Four-Way Handshake, wo man Sync-Cookies austauschen kann. Also das ist der TCP Three-Way Handshake, das ist der Four-Way Handshake von SCTP, besitzt ebenfalls eine Checksum. Multi-Homing ist möglich mit SCTP. Aber das Problem ist, es wird eben nicht häufig verwendet. Dazu auch die Frage hier von auf Stack Overflow, warum es nicht verwendet wird. Es gibt eigentlich keine schlüssige Antwort. Es wird einfach nicht gut unterstützt und deswegen tunnelt man SCTP über UDP in der Regel. Das machen auch die Browser. Bei OpenWRT, dort ist es zum Beispiel nicht installiert. Die bieten ja viele Features an, aber auch hier muss man sich SCTP, das Kernel-Modul, noch installieren. Und ebenfalls bei anderen Projekten, wie zum Beispiel die Uncomplicated Firewall, die bei Ubuntu mitgeliefert wird, dort wird TCP und UDP unterstützt und ebenfalls kein SCTP. Das heißt eben, wie gesagt, SCTP wird eigentlich nicht gut unterstützt, wird aber vorausgesetzt für WebRTC. Auf der anderen Seite muss man sich nicht um Network Address Translation kümmern. Die meisten Zugriffe finden hinter so einer NAT, einer Network Address Translation, statt.
weil eben die IPv4-Adressen von denen gibt es nicht allzu viele. Und deswegen hat man zu Hause zum Beispiel ein internes Netzwerk und mit einer Network Address Translation kann man so ins Internet und man übersetzt die interne Adresse auf eine externe. Das Problem ist, man hat dann keine Ende-zu-Ende-Konnektivität und ich kann mich nicht direkt mit anderen Rechnern verbinden. Um herauszufinden, wie man verbunden ist, kann man STAN, ICE und TURN verwenden. STAN steht für Session Traversal Utilities for NAT. Das ist hier beschrieben in diesem RFC, wie das funktioniert. Und das funktioniert wie folgt. Es gibt diverse Tests, wie man herausfinden kann, hinter welcher NAT man ist. Es gibt da diverse Klassifikationen von diesen NATs und mit STAN versucht man herauszufinden, wo oder welche NAT man verwendet. STAN bietet aber nicht eine direkte Traversal-Möglichkeit an, sondern nur mit STAN kann man herausfinden, wie man eigentlich verbunden ist, mit welcher Art von NAT man verbunden ist. Was man dann machen kann, ist, wenn man sieht, man ist hinter zum Beispiel einer Firewall, zwischen einer symmetrischen Firewall zum Beispiel, dann kann man TURN verwenden. TURN steht für Traversal Using Relays Around NAT. Und hier hat man in der Regel einen TURN Client, einen TURN Server und hier können sich die Peers über diesen TURN Server verbinden. Und dieser Peer kann dann auch hinter einer NAT sein. Dieser könnte ebenfalls hinter einer NAT sein. Und über diesen Turn-Server können Sie quasi die Nachrichten jeweils weiterleiten. Turn verwendet zwischen den Servern jeweils UDP und mit dem Client kann man mit UDP oder mit TCP kommunizieren, weil zum Teil die NATs und die Firewalls, die blockieren auch UDP zum Beispiel, das hat man auch hier gesehen, UDP blockt, dann muss man halt mit TCP sich verbinden können. Es gibt dann, also TURN ist quasi der Fallback, wenn man komplett blockiert ist, wenn es keine Möglichkeiten sich direkt zu verbinden, dann verwendet man einen dritten, ein Relay und dann wird die Kommunikation über diesen Relay weitergeleitet. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie man diese Firewall konfigurieren kann. Das ist zum Beispiel mit UPnP und NAT-PNP. Ein Problem ist aus dem Draft, sorry, aus dem RFC wird dann nicht wirklich ersichtlich, ob es dann tatsächlich notwendig ist oder nicht. Hier steht zum Beispiel: The Web API must provide a means for the application to get any IP address and ports learned by the browser from STAN, TURN or other methods, such as UPnP und NetPnP. Mit UPnP und NetPnP kann man direkt die Firewall konfigurieren, sodass man quasi einen Port öffnen kann, damit es eine direkte Kommunikation erlaubt. Aber eben, es ist nicht ganz klar, ob man es implementieren muss oder nicht. Ich denke nicht, weil die meisten Browser haben es nicht implementiert. Und hier gibt es zum Beispiel bei Mozilla gibt es einen Bug, dass man eben UPnP nicht implementiert hat. Und gerade vor 2 Monaten habe ich gesehen, hat es wieder eine Priorität gekriegt, eine normale Priorität, mit der Hoffnung, dass es dann bald implementiert wird, sodass man sich weniger auf die Turn-Server verlassen muss. ICE steht für Interactive Connectivity Establishment und das umfasst all diese Mechanismen, ist definiert hier in diesem RFC und beschreibt, wie man mit STAN herausfindet, was man für einen NAT hat und mit TURN, wie man mit dieser NAT umgehen kann. Und das wird bei WebRTC wird das verwendet.
Was ebenfalls noch speziell ist, ist das Not Hairpinning oder Net Loopback. Wenn zum Beispiel, hier die Beschreibung dazu, wenn zum Beispiel zwei Clients hinter der gleichen Knot sind, wenn man keine speziellen Vorkehrungen trifft und sich mit einer externen IP-Adresse, die eigentlich auf diesen zeigen würde, auf den zweiten Peer kommunizieren möchte, dann funktioniert das nicht, wenn man eine weitere Regel noch hinzufügt zur Firewall. Zum Glück haben das die meisten Consumer Devices, also Not Reflection und Not Loopback ist häufig implementiert. Wie gesagt, die Encryption, das muss bei allen Streams von WebRTC unterstützt werden. SRTP für Media Streams, Video, Audio, DTLS für Daten und HTTP für Signaling. Aber eben das Signaling, das ist optional, das werden wir uns danach noch genauer ansehen, wie das mit dem Signaling funktioniert. WebRTC ist kein Plugin, aber man wird als User des Browsers gefragt, ob man Zugriff zur Kamera und zum Mikrofon geben möchte. Das ist, habt ihr gesehen bei diesem Demo mit Whereby, dass da ein Pop-up kam und mich gefragt habt, hey, darf diese Seite auf die Kamera und auf das Mikrofon zugreifen? Und die API ist eigentlich relativ einfach, wenn mal eine Connection aufgebaut worden ist. Mit RTC Peer Connection kann man hier ein String schicken und auf der anderen Seite mit OnMessage kann man auf eine Nachricht reagieren, die man erhalten hat. Das ist denkbar einfach. Das Komplexe ist, diese Verbindung dann auch aufzubauen. Die WebRTC-Architektur sieht in der einfachsten Form wie folgt aus. Man hat einen Signaling-Server. Das kann zum Beispiel WebSockets sein, indem man hier anfragt. Und wenn jetzt da ein weiterer Peer dazukommt, wird dieser dann benachrichtigt per WebSockets. Und das wird eigentlich sehr häufig verwendet. Und wenn das dann zustande kommt, diese Verbindung, dann kann man eben, wie gesagt, diese Browser direkt miteinander connecten. Das da oben, das ist eben nicht genau spezifiziert. Das heißt, das kann auch über zwei Server passieren. Das kann über JOTA, über die Blockchain JOTA, über Ethereum, das kann über SIP oder IRC gemacht werden. Und ganz speziell hier ist dieses Signaling, das geht über Mikrofon und Lautsprecher, das heißt mit Tönen. Das hier ist die Seite dazu, auch schon ein bisschen älter, das ist ein Proof of Concept. Dazu gibt es auch ein Video, ganz spannend. Hier hat ihr diese zwei Browser. Und jetzt wurde hier eine Verbindung hergestellt. Also wie gesagt, die Session hier oben, wie man das Signaling macht, das ist dem User überlassen, meistens über WebSockets, aber eben man kann dann ein ganz kurioses Setup haben, funktioniert auch, weil eben nicht vorgeschrieben ist, wie es gemacht werden muss. So, dann schauen wir uns kurz ein Demo an. Und zwar befindet sich das auf dieser Webseite hier. Ein ganz kleines Demo. Und zwar haben wir hier den Server. Der Server, der sieht eigentlich relativ übersichtlich aus, das heißt, ich höre hier auf dem Port 4000, werden dann auch hier das Index-HTML ausliefern und hier habe ich die WebSockets, das heißt, wenn ich etwas bekomme, dann schicke ich das an alle verbundenen Clients weiter und damit kann ich dann das Signaling machen. Das ist der Webserver, das ist ganz einfach und auf der anderen Seite haben wir dann den Client, der sieht ein bisschen größer aus. Und da werden wir uns anschauen, wie das genau funktioniert.
Wie gesagt, das ist der Server, 19 Zeilen Code, der ist sehr übersichtlich. Das kann man auch gerade mal starten, respektive ich habe es auch schon gestartet. Das ist hier zum Installieren Yarn Install und dann NodeServer.js und er hört auf den Port 4000. Oh, hier. Gut, dann kommen wir zum Client. Da gibt es ganz wenig HTML, das ist gar nicht spannend. Hier hat man einfach einen Connect-Button, ein Input-Feld für das Nachrichten verschicken, ein Input-Feld, um Nachrichten zu empfangen. That's it. Und interessant wird dann, was dann auf der Client-Seite passiert. Und zwar werden wir mit der Funktion Startup starten. Dort machen wir eine neue Peer-Connection. Hier werden wir die Funktion registrieren, welche aufgerufen wird, wenn ich ICE-Candidates behalte. Und hier starte ich dann den Data Channel mit dem Namen-Test. Wenn ich auf Connect drücke, dann wird ein Offer erstellt. Dazu wird dann, wenn ich dann die Antwort erhalte, wird dann die Creator Description erstellt. Bei Creator Description, hier, wenn ich eine Description bekomme, dann speichere ich die als Local Description ab und schicke die über die Server Connection, also zurück zum Server über WebRTC, schicke ich dann diese Local Description ab. Der Server broadcastet dann diese Local Description an alle, an meinen zweiten Browser. Der erhält sie und hier habe ich dann eine Unterscheidung, ist es STP oder ist es ICE. Wenn es STP ist, was es in dem Fall ist, dann weiß ich, okay, ich bekomme jetzt eine Local Description, setze dann das auch als Remote Description, also weil das beim zweiten Peer ist. Das heißt, die Local Description ist hier die Remote Description und schicke ihm dann eine Antwort weiter. Und die Antwort, die wird dann auch erhalten. Ups, da muss ich hier in den Code gehen. Das heißt, ich setze hier die Remote Description und wenn es ein Offer war, dann schicke ich dann wieder eine Antwort zurück und setze hier die Create Description. Die Create Description setzt mir die Local Description, das heißt, beide kennen dann eine Local und eine Remote Description und können dann mit ICE aushandeln, wie sich die beiden connecten können. Und so funktioniert das Ganze. Also erstens, man macht diesen Create Offer. Das wird dann eben weitergeleitet an Peer 2 hier. Er hat eine Local Session Description, der Create Offer, was wir jetzt gerade gesehen haben. Er macht eine Remote Session Description, macht eine Create Answer. Das setzt die Local Session Description. Das wird wieder weitergeleitet und das Create Answer, das hier empfangen wird, mit dem kann man die Remote Session Description abfangen und beide haben jetzt eine Local und Remote Session Description und können mit ICE jetzt anfangen, die ICE-Candidates zu verschicken, ebenfalls wieder über diesen Server hier. Ich empfange diese hier, das geht dann über diese Got-ICE-Candidates und schicke dann ICE-Candidates weiter. Das heißt, beide wissen nun, wie sie sich unterhalten können. Und wenn sie sehen, sie können sich direkt unterhalten, dann kann man mit Data Channel Send und Data Channel On Message können dann Nachrichten ausgetauscht werden. Und das Data Channel Send, das ist hier oben. Also wenn man den Data Channel hat, kann man einfach mit Send kann man Nachrichten verschicken. Und wenn man jetzt Nachrichten empfangen möchte, hier, dann kann man einfach On Message kann man reagieren und hier dann, ich habe etwas erhalten. Gut, das können wir auch gerade austesten. Und zwar habe ich hier meinen Server am Laufen. Hier habe ich jetzt meinen Peer 1, meinen Peer 2, der Server, der läuft.
Und ich kann mich jetzt mal connecten. Das heißt, man hat hier eben das Signaling gemacht, die Eiskandidaten ausgetauscht und jetzt können sich diese beiden Browser unterhalten. Das ist übrigens der Firefox und das ist der Chrome. Und hier kann ich jetzt eine Nachricht verschicken. Hallo, Test 1, 2, 3. Und das wird jetzt vom Firefox-Browser hier auf den Chrome-Browser geschickt, direkt peer-to-peer vom Firefox zum Chrome-Browser, ohne dass ich jetzt über den Server gehe. Ich hätte jetzt noch eigentlich Turn-Servers hinzufügen können, das habe ich jetzt nicht gemacht. Hier oben wäre beim Create Description könnte man noch, sorry, hier bei Create Channel, also bei der Peer Connection könnte man jetzt hier noch einen Turn-Server eintragen. Das heißt, wenn ich jetzt Peers hätte, die sich nicht direkt untereinander unterhalten können, weil eben eine NAT im Weg ist, dann kann ich hier mit einem Turn-Server, kann ich hier ein Relay quasi haben und dann werden die Nachrichten jeweils über diesen Turn-Server hier geschickt. WebRTC hat oder hatte einen Fokus auf Voice-over-IP. Ich denke, das sollte eine Konkurrenz zu Skype werden, wobei Microsoft Skype auch nicht mehr am Pushen ist. Sie haben ja mit Teams eine relativ starke Plattform, die bei sehr vielen Unternehmen eingesetzt wird. Das heißt, Skype ist dort auch nicht mehr so verbreitet. Und auch Microsoft Edge, Opera. Die können WebRTC, es wird eben gut unterstützt und mit diesem Standard, der jetzt rausgekommen ist, 1.0, sollten hoffentlich die Browser auch miteinander kompatibel sein. Es braucht sicher weniger Plugins, das heißt, man kann einfach WebRTC brauchen, weil es im Browser unterstützt wird. Und man kann damit auch Videotelefonie machen, das heißt, es werden dann Daten übertragen, welche zum Beispiel auch mit VP8 oder mit MPEG-4, welche mit MPEG-4 encodiert werden. Das ist auch vorgeschrieben hier in diesem Standard. WebRTC Video Mandatory to Implement Video Codec, das heißt, alle müssen eigentlich H.264 implementieren und VP8. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eben, dass diese Implementationen miteinander kompatibel sind. Was man natürlich auch machen könnte, wäre ein JavaScript Codec verwenden. Das funktioniert mittlerweile auch relativ gut. Das kann man sich auch hier in einer Demo anschauen. Das ist jetzt ein Codec, der in JavaScript geschrieben worden ist. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen sehr alten Rechner und auch hier auf dem alten Rechner funktioniert das eigentlich noch einigermaßen okay. Und man sieht hier, ich habe ungefähr 60 Frames pro Sekunde, das ist doch relativ anständig. WebRTC ist ein webbasiertes Peer-to-Peer-Framework, wo sich Browser miteinander direkt unterhalten können. Das heißt, ich kann dann, wenn ich mit jemandem kommunizieren, muss ich nicht über eine dritte Instanz gehen, sondern kann direkt damit kommunizieren. Wie gesagt, man hat die Problematik von NAT, Network Address Translation und Firewalls. Das ist bei den IPv4-Adressen, weil es von denen nicht allzu viele gibt, ist man in einem separaten Netzwerk. Die IP-Adresse wird übersetzt und hoffentlich wird das mit IPv6 besser, sodass man wieder eine direkte Ende-zu-Ende-Verbindung hat. Das webbasierte Framework, das habe ich kurz gezeigt. Der Verbindungsaufbau ist ein wenig komplex und es gibt Frameworks, wie zum Beispiel Peer.js, welche die Komplexität abstrahieren. Hier kann man einfach sagen Peer Connect und dann Connection on Open.
Das ist doch viel einfacher, als mit diesen Eiskandidaten noch herumzuhantieren. Funktioniert zwar auch, aber das hier ist doch ein bisschen einfacher. Basierend auf dem gibt es auch neue Arten von Applikationen, Gaming, Peer-to-Peer-File-Sharing. Wie gesagt, es gibt eine Semesterarbeit, eine Studienarbeit, welche sich damit beschäftigt, wie das man mit WebRTC File-Sharing betreiben kann. Es gibt auch PeerCDN, das ist ein Content Distribution Network, das leider nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird, basierend auf WebRTC. Und was es auch noch gibt, ist das ObjectRTC. Da gibt es einen Draft Community Report vom letzten Jahr und hier wird an neuen Protokollen und ich hoffe auch an Vereinfachungen geschraubt. Wobei hier sehe ich immer wieder, man hat noch SCTP drin, aber hier sieht man auch schon wieder, dass Quick verwendet wird. Also da wird es wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Erweiterung dazu geben.